Ich glaube, jetzt bin ich so richtig bereit für meinen nächsten Gast. Wobei, ich muss sagen, Stargast trifft es eigentlich besser. Es gibt ja in jedem Jahrhundert ein paar wenige Megastars, die es schaffen, durch ihr Charisma, durch ihre Musik und durch ihre Aura sich unvergesslich zu machen. Ganze Generationen sind seinem Charme erlegen, wenn er Spanish Eyes oder Please Release Me gesungen hat. Deswegen wird er von seinen Fans auch liebevoll The King of Romance genannt. Er hat weltweit um die 150 Millionen Platten verkauft, hat Duette gesungen mit Dionne Warwick, Elton John oder Tom Jones. Und den Song, den wir jetzt hören dürfen, ist ein Zitat von Clint Eastwood, der sagt, ich habe das Alter einfach nicht durch die Tür gelassen. Und wenn jemand wie er das singt, dann glaubt man ihm das. Er ist ein wunderbarer Mensch und vor allem ein toller Künstler nach wie vor. Mit seinen 83 Jahren, es ist mir eine große Ehre, ihn heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Hier ist Weltstar Engelbert. Don't let the old man in. I wanna leave this alone. Can't leave it up to him. He's knocking on my door. And I knew all my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many moons I have lived. My body's weathered and worn. Ask yourself how old you would be if you didn't know the day you were born. Try to love on your wife and stay close to your friend. Toast each sundown with wine. Don't let the old man. Anymore. Two ways
Eine Ehre. Dankeschön. Engelbert. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Ich habe zu danken. Das ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, eine große Ehre, dass Sie heute hier in dieser Show sind. Sie haben so viele unglaubliche Erfolge gefeiert, weltweit. Ja, lieber Engelbert, was können wir nächstes Jahr von Ihnen erwarten? Sie gehen auf große Tournees, ist das richtig? I'm going to be doing a tour again next year. Yes, nächstes Jahr gehe ich auf auch, Tournee. Auch in Deutschland. Oh wow, dann können wir Sie also live erleben. Ja, genau. Großartig. Dann, ich denke, dann werde ich Sie auch besuchen. Ich werde schon Josh Groban besuchen. Also ich bin nächstes Jahr ganz. Ich werde auf jeden Fall auf Konzertreise gehen, als einfach nur im Background zu sitzen und zu horchen. Das ist auch was Schönes für mich. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. You're very welcome. Gern geschehen. Vielen Dank. Engelbert. Thank you very much.